So, hallo an alle zur nächsten Folge von Revenge of the Gods. Diesmal wiederum mit Shuffle, den sollt ihr alle bekennen mittlerweile, ne? Sag ja, sagt ja. Shuffle, jeder kennt Shuffle. Ja. So. Ja, hat meinen Namen genannt. Ja, letzte Folge. Wir hatten einige Problemchen, beziehungsweise Verständigungsprobleme. Moment, ich muss mal hier noch was machen, was du jetzt nicht gesehen hast. Ja. Ich blende den Chat aus, man hat nichts gesehen. Okay, nee, wir haben ja natürlich nichts verändert. Es ist noch genauso wie vorher. Aber wir haben jetzt eine Lösung gefunden, beziehungsweise haben wir uns die Zuschauer auch geholfen. Danke an der Stelle für die treuen Zuschauer der Folgen. Wir wissen nämlich jetzt, wie wir das Ganze machen müssen. Also, das Ganze funktioniert so. Wir beginnen hier hinten, drücken den Knopf, dann kommt ja Redstone raus. Da hat sich das Block das jetzt mal hingestellt. Der Redstone kommt dann hier auf diesen Goldblock, wobei dann hier gleich eine Redstone-Fackel runterfällt, die man dann auch einsammeln muss, da drauf tut. Und wenn das passiert ist, kommt am Ende der Slimeball runter. Und deswegen heißt es auch am Anfang bei den Schildern The fastest will win oder sowas in der Art. Genau. So. Also, wir hatten das halt bloß nicht mitbekommen, dass dann eine Redstone-Fackel runtergefallen war. Und jetzt wissen wir ja Bescheid. Also, wer beginnt? Du kannst gerne anfangen, habe ich nichts dagegen. Leg los. Ich darf anfangen, weil es kommt nur ein Slime raus. Ich habe gerade eben schon auf Restart gedrückt. Und okay, das heißt, das Ganze müssen wir zweimal machen. Also einer. Genau. Also einmal aus meiner Sicht und dann du. So, also los geht's in 3, 2, 1. Danke. So, das kommt jetzt hier hin. Juhu. Und. Du lächelst wie ein Hund. Ja, ja. So, ich hab's geschafft. Ich habe einen Schleimbeil. Okay, kannst du ja schon mal draufschmeißen, theoretisch. Jo. Kommt da nichts mehr raus. Ich glaube, das müssen wir jetzt nochmal machen. Bleib sitzen. Mano! Oder vielleicht kommt ja noch ein zweiter raus, wenn es drauf ist auf Druckplatte. Wenn ich drauf bleibe. Nicht drüber werfen, draufwerfen. Ja, das ist halt. Warte, ich werfe das einfach so hoch. Genau. So, jetzt bist du dran. Ne, kommt nichts runter. Gut, das heißt, ich drück nochmal auf Restart. Drück drauf, Mann. Jo, und mach jetzt genau das gleiche wie du nochmal. Das heißt, den da hier. Hä? Heißt Moment. Kann doch gar nicht sein. Ich habe gar nichts gesehen, wie es rausgefallen ist. Ich hab's aber gesehen und man hat's auch gehört, dass der in die Lava gefallen ist. Hast du es hier wieder entfernt oder ist es automatisch entfernt worden? Moment. Dann ist das automatisch entfernt worden. Cool. Siehste. Oh verdammt, ich hab's verpennt. Ist ja auch so bei einer Redstone-Fackel. Ich hab's verpennt gerade. Ich hab jetzt gar nicht daran gedacht, dass ich sprinten muss. Ich hab's platziert, kurz nachgedacht und dann verpennt. Oh, ups. Muss ja laufen. Warte. So. Lauf, Spark. Lauf. Ja, genau. Und dann... Moment. So, gleich dran denken. Gut, hab ich. Dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Hast du geschafft, Mensch. So, jetzt leg ich da drauf. Ja, so macht man das. Hä? Ach nee, meine liegt gar nicht drauf, gucke. Ja. Die liegt am Rand. Jetzt liegt er schon wieder am Rand, aber egal. Ach so, wir dürfen unser Zeug nicht vergessen. Ja. Wo ist meine Kiste? Sag mir, wenn du angekommen bist, über die Ziellinien drüber. Ich nehme dein Zeug gleich auch mit. Okay, gut. Ich komm. Nein, ich nehme dein Zeug gleich auch mit, habe ich gesagt. Ach so, du... Boah, ja klar, schlag mich. In die Lava. Gut, dann nimm's mit. Ey, wisst ihr, ich nehme dein Zeug mit und du schlägst mich. Ist das der Dank dafür? Ja, da kam mir gerade irgendwas entgegengeflitzt. Das war ein Reflex. Generell alles, was auf einen zusprintet, sollte geschlagen werden. Das hätte ich mir merken. So, okay. So, hier geht's weiter. Ach du, oh Gott. Wir haben jetzt hier sowieso aus wie ein Riesenraum, wo wir jetzt ein bisschen basteln müssen. Das erinnert mich irgendwie an It's Better Together. Das war furchtbar. Hast du hier gespielt? Ja. Ja, ich habe das auch schon gemacht mit einem gewissen Herren. Oh Gott, wie viele Schalter hier an der Wand sind. 1, 2, 3, 4. Ein Knopf ist hier auch, oh mein Gott. Ja, ich glaube, der Knopf gibt das Signal an. Okay, das heißt, das Signal geht dann hier durch. Ah, okay. Hier ist noch ein Knopf. Ja, echt? Oh. Wir können mal gucken. Ich drücke mal auf den Knopf und gucken, was passiert. Bei mir sind interessante Licht- und Schattenverhältnisse. Okay, hier kommt ein Signal durch, aber wird nicht gezeigt, was passiert. Was ändert sich hier? Oh, hier. Ah, okay, da geht der hoch. Okay, das ist wichtig, brauchen wir. Da geht der hoch, das brauchen wir auch. Dann geht der hoch, das brauchen wir auch. Und das letzte wird wahrscheinlich der sein.
Den brauchen wir auch. Okay, gut. Als nächstes brauchen wir noch, dass sich dieser Pisten hier dann ausdehnt. Und der muss das zur richtigen Zeit machen, wenn von hier vorne das Signal kommt. Okay, und hä? Ist hier nochmal ein Dings? Okay. Sieht fast aus, als würde hier was fehlen. Hier kommt ein Signal. Okay, das geht aber hier nicht weiter, weil dann wahrscheinlich der hier ausgedehnt wird. Oder kannst du mal vielleicht die Schalter betätigen? Welche denn? Nein, nicht die da hinten, hier vorne, den da hier, damit ich sehen kann, was passiert und vergleichsweise ab und dann sehe ich ja, ob man es so muss oder nicht. Warte mal. Ja, der ist schon mal für diesen Pist verantwortlich, das ist klar. Ich bin der Hebeljunge. Mach nochmal einen anderen, daneben einen zum Beispiel. Okay. Schiebt dir die Pisten. Ah, jetzt wird's interessant. Zieh dir nochmal zurück. Ah, der schiebt auch die Pistons hin, ja. Ja, aber jetzt ist die Frage, wie wir diesen Pisten hier zur Seite kriegen. Haben wir es gleich schon am Anfang einmal verkackt oder kriegen wir den hier nochmal zurück? Weil guck mal, der Diamantblock, den müssen wir irgendwie... Der Diamantblock muss hier dazwischen, oder? Ja, zwischen diesen Repeater. Na, warte mal, ach du Scheiße. Kann sein, dass wir schon verbockt haben irgendwie und dass der... Hä? Moment. Also der schiebt den nach vorne. Der schiebt den raus. Dann könnte man... Theoretisch könnte man so machen. Moment, warte mal. Guck mal, der hier ist der erste, der zweite. Der zweite müsste vielleicht... wir müssten den dritten hier, den in der Mitte, den müssen wir zurückziehen, damit der zweite durch kann. Das Problem ist, wie zieht man den zweiten hier an? Ja, den ersten, guck mal hier, den kriegen wir, glaube ich, hier durch. Guck mal, so, der zieht erstmal das ein, so. Genau, jetzt müsstest du den zweiten irgendwie dahinter schieben. Der muss da. Aber der reicht dann noch gar nicht bis da hinten hin. Ja, der reicht schon bis dahin. Wenn du den hier eins weiter kriegst, den zweiten dort, dann ist er in der Mitte. Den kriegst du doch gar nicht eins weiter. Das geht doch gar nicht. Ja, das ist das Problem. Wenn du den eins weiter kriegst, dann wären wir fertig. Beziehungsweise, ja. Kann es sein, dass die beiden Blöcke schon am Anfang hier vorne gesessen haben? Wir haben nur einmal verkackt und gleichzeitig einen Block schon weiter weggeschoben, sodass wir den unerreichbar weit weggeschoben haben? Das wäre möglich. Das wäre blöd. Fuck. Aber ich weiß es gerade nicht. Moment mal. Hier ist übrigens nochmal sowas. Wo sind hier die Hebel? Ach, hier. Warte kurz. Moment. Hier sind drei Knöpfe, guck mal. Wow. Lass mal gucken, wo muss denn hier was hin? Wo muss denn hier was hin? Muss da. Ich habe gerade schon den Sand hier davor, diesen Repeater hier geschoben. Nee, das war falsch. Ich glaube mal, du musst den Sand eins hinter und dann zur Seite. Unter den Diamantblock, damit der Diamantblock da drauf kann. Obwohl, das ist eigentlich egal. Nee, hier war ein Loch. Wenn ich das nicht gemacht hätte mit dem Sand, dann wäre hier ein Loch gewesen, dann würde das Signal auch nicht weiterkommen. Das Signal geht jetzt durch den Sandblock in das Redstone-Signal rein und fließt hier in die Mitte. Guck mal. In die Mitte, sodass hier oben aus den Dispensern was rauskommt. Das stimmt schon soweit. Und das Signal kommt von hier hinten. Das heißt, wir bräuchten jetzt eigentlich nur... Diamantblock brauchst du ja eigentlich schon fast gar nicht mehr. Frag ich mich, was brauchst du noch den Diamantblock hier? Was brauchst du denn noch? Den Diamantblock brauchst du gar nicht mehr eigentlich. Wo geht's denn hier weiter? Wo kommt denn hier das Signal überhaupt? Also hier kommt ein Signal an, aber wo geht das da weiter, ist die Frage. Was passiert überhaupt bei dem Schalter hier? Bei dem Knopf meinst du? Was macht denn der Knopf? Nee, ich drück mal den Knopf. Ja, der Knopf, der sorgt dafür, dass hier unten ein Signal kommt. Ach so, das ist. Aber der Diamantblock muss irgendwie hier rein. Ich glaube, wir haben den Diamantblock schon am Anfang so eine Position verschoben, dass wir ihn gar nicht mehr zurückkriegen. Das ist ziemlich doof, weil. Ja, wir könnten den schon irgendwie wieder erreichen, wenn wir den ja bloß eins weiterschieben könnten. Ja, aber kriegen wir nicht hin. Hier. Ja, das geht halt nicht. Ist doch doof. Man müsste irgendwie auch hier so einen Restart-Button oder so haben. Ja, geht aber nicht. Theoretisch wäre es ja gegangen, wenn jetzt da der Pistenständer, der Diamantblock hier, wenn wir die beiden nicht nach rechts geschoben hätten, dann hätten wir einfach die zurückziehen können praktisch. Dann hätten wir den nehmen können, den Diamantblock zurückziehen und den, dass er in die Mitte schiebt.
Langsam Diamantverwerter hier. Eins nach vorne, zwei nach vorne. Ja, das geht. Das würde gehen. Aber wir haben es gleich schon verkackt. Aber das ist ja irgendwie doof, wenn die Map so konstruiert ist, dass wenn du irgendwie was Falsches machst, dass es dann gar nicht mehr geht. Naja, man kann ja an alles denken. Man muss doch an uns denken. Was war das jetzt? Ja. Das war der Pisten. Du lässt dich jetzt auch gar nicht mehr bewegen. Tja. Nur haben wir hier Baustellen und keine wirkliche Lösung für alle drei. Oder was war hier? Der muss aus. Achso, wo? Ach, hier. Cool. Ja, der war das dann. Du musst hier hinten einen Button drücken, dann geht das Signal hier durch so eine kleine Schleife durch. In der Zeit musst du hier rüber rennen und den Button da drücken. Und dann geht das Signal hier durch. Einmal durch diesen Block. Das geht dann weiter um hier durch. Oder ich hoffe es jedenfalls, Kramer, dass es weiter hier durchgeht. Wir müssen vielleicht nochmal kurz den Diamanten zurückgehen. So, das Signal sollte jedenfalls dann hier durchgehen. Dann probieren wir es mal. Oder tut's das? Irgendwie glaube ich aber das auch nicht, dass es das tut. Ne, jetzt geht schon mal gar nicht. Weil der Sandblock ja weg ist. Hinter dem Repeater muss ein Block in. Ich sehe das immer nicht, wenn du hier die Hebel aktivierst und dann. Also das hier ist doch irgendwie doof. Ja, also jedenfalls kommt man so nicht weiter. Weil das muss ja irgendwie hin, aber so wie die Pistons in der Konstellation stehen, geht das nie mal wieder. Ups. Oh, ja, oh, ich glaube, ich gucke nochmal hinten bei den anderen Schaltungen, bei dem Diamantblock. Ist mir passiert. Ja, ich hab jetzt nichts gesehen, keine Ahnung, was du gemacht hast. Ich bin jetzt hier und guck gerade noch, ob es hier hinten ein bisschen geht. Ob er noch was ändern kann bei dem anderen Diamantblock hier. Ob es jetzt verkackt, ich habe einfach die Sandblöcke in die Lücke reingeschoben und dann, ja. Müsste aber eigentlich auch so gehen. Hat Diamantblock jetzt da ist, oder? Ich wüsste auch nicht, wofür man diesen Pisten hier brauchen sollte. Weil wenn ich den nämlich nach hier hinten ziehe und den Sandblock zum Beispiel nach links schiebe, dann würde hier das Redstone wegploppen. Und das wäre Schwachsinn. So, wie sieht's denn bei dir mittlerweile aus? Ich weiß nicht, kannst du vielleicht mal hebeln? Weil irgendwie, ich krieg das immer nicht mit. Du musst eben zum Hebel rennen und dann. Du hast einen Pisten vergessen. Ja, ist mir klar. Das ist aber, weil ich hier nicht weiß, welche Hebel hier zugeordnet sind. Irgendwie funktionieren zum Teil. Nee, warte. Pisten müsste eigentlich noch gehen. So. Ja, so müsste der eigentlich sitzen. Dann mach du das mal mit den Hebeln, weil ich. Pass mal auf, was ist mit dem hier? Geht da jemand zurück? Nee, der geht nicht zurück. Nein. Geht jetzt der mittlere zurück? Geht auch nicht zurück. Ja. Nee, der mittlere. Nee, der mittlere noch nicht. Geht auch nicht zurück? Nein. Nö. Hey, wir kriegen den mittleren zurück. War das hier der erste Hebel gleich schon? Jetzt. Genau, jetzt. So, jetzt musst du den anderen wieder zurücknehmen. Ja, sehe ich dann gleich. Genau, und jetzt nochmal den letzten, damit der Diamantblock hier zurückkommt. Die Frage ist halt nur, welcher letzte war. Kann ich hier nicht sagen. Nee, das war auch nett. Genau. So, dann den ganz am Anfang zurücknehmen. Nee, das war auch nicht. Zurück. Nochmal den anderen, den letzten jetzt. Genau. So. Welcher war denn das? Der da hier? Genau. So, jetzt den mittleren, den du gerade hattest. Also den du davor hattest. Genau, und jetzt nochmal den anderen, den letzten. Den da? Nee. Nee, den letzten, den ganz letzten. Nein, jetzt bloß keinen Fehler machen. Den allerletzten. Genau.
So, jetzt nochmal den von ganz von vorne. Ich weiß nicht, welcher Hebel jetzt genau welcher Fackel zuordnen ist. Ich dachte, das ist doof, wenn man da oben irgendwie rumwurschtelt. Ja, jetzt den in der Mitte. Nee, das ist auch nicht der mittlere. Den in der Mitte. Genau, jetzt zurück. Das ist der mittlere, okay. Und jetzt nochmal den anderen, den ganz... Nee, der nicht. Nein. Auch nicht. Falsch. Nein. Das war erst gar nicht. Ja, ja. Und jetzt nochmal den, den du gerade eben hattest. Ja, welcher war das? Der da? Den, den du gerade eben hattest? Nein, nein. Das war der erste. Jetzt musst du den in der Mitte nochmal machen. War das der? Ja, so ist es richtig. Jetzt musst du aber den... Nein, nein. Du musst jetzt... Nee, warte, der da hier, warte. Den dritten, genau. So, jetzt musst du aber den hier machen, den hier. Ja! Jetzt musst du den hier in der Mitte noch auch nochmal ausstrecken. Genau! Woo! Yeah! So, okay, das war halt unser Fehler. Das waren nur 16 Minuten. Ich hätte noch ein Ideechen. Ideechen? Ein Ideechen. Signal kommt hier und... Oh, so schnell komme ich gar nicht hier rüber. Willst du dich hier hinstellen? Vielleicht hier drüben dann? Und den anderen Button drücken? Oder, okay. Ja, warte, drück du mal hier, nicht time das mit dem anderen. Sag einfach, wann ich drücken soll. Kannst jetzt drücken. Ah. Oh. Hä, wieso ist der jetzt weggezogen? Zu spät war ich, glaube ich. Ich glaube, ich war zu spät. Okay, nochmal. Moment, guck da nochmal. Ja. Ich kann einfach andauernd Signale schicken. Ich drück einfach jetzt andauernd drauf. Oh. Guck mal, da sind Perlen raus. Cool. Drei Stück oder vier? Wie viel hast du? Ich habe zwei. Ich habe auch zwei. Na super, dann sind wir schon mal gewappnet. Auf jede Platte eine? Jo. Also es hat nur da vorne gehakelt, dass wir es am Anfang gleich verkackt haben, gell? Jetzt nicht böse sein. Ey, wir sind voll die Titan. Sollst nur draufwerfen. So, und jetzt müsste eigentlich... Ha! Freiheit! Ach nee, wir dürfen unser Zeug nicht vergessen. Also, ja, also. Die Folge hat auch schon 17 Minuten. Ich würde sagen, das wär's gewesen. Ja. So, ich hab mein Zeug. Ach ja, siehst du, so löst man doch auch Probleme. Aber wir schieben die Schuld jetzt gerade mal auf einen Fehler im System, dass man sich in eine Lage katapultiert hat, die man im Nachhinein nicht mehr korrigieren konnte, nur mit Zauberei. Also, weißt du schon, Zauberstab wählen und so, und dann geht das. Mhm. Mit diesem Game-Mode-Zauberstab. Ja. Ich bin, glaube ich, bin noch im Game-Mode. Müsste gleich mal raus. Oh, ich bin auch schon, ich bin immer noch im Game-Mode. So. Oh, jetzt ist hier übrigens... Ey, wir können hier rein. Guck mal. Oh, The Arena. Na komm, das musst du jetzt noch filmen. Was ist wohl hier drin? Ich guck rein. Goldenes Schwert. Oh mein Gott. Meins. Ich hab's. Mano. Ich glaube, das ist dieses komische goldene Schwert oder was von diesen 7 legendären Gegenständen. Fünf. Oder 5. Ja, du hast Redstone Dust, ich habe einen Keks. Ach nee, das sind... Nee, nein, Redstone Dust doch gar nicht. Ich, Glowstone Dust war eins. Ach ja, mein ich ja. Mensch, dieses... Goldener Staub, nicht roter Staub. Goldener Staub. Hier ist übrigens auch noch eine Kiste. Ich glaube, das ist so Deko da. Da kann man gar nicht rein. Bist du sicher? Ja. Hier kann man auch. Bist du sicher? Ja. Ist halt die Kiste da. Ja, wenn da ein Zaun ist, man kann sonst nirgendwo rein. Alter, da will ich jetzt reingehen. Ich muss da reingehen, wo die weiter drin ist. Ich wette, es ist nichts drin. Oh nein, hast recht gehabt. Siehst du mal, auf mich hört der Kanal. Ja, du und deine Deko. Ja, okay, gut, hätte mich auch jetzt gewundert, wo wir hier noch weiterkommen sollen. Okay, gut. Ja, das wär's gewesen für diese Folge. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.